neue Technologien. Okay, dann macht das keinen Sinn gerade für mich. Dann schicke ich die einfach so weg. Oh nein, da fehlt immer noch einer. Ich dachte, wir hätten gerade gehabt. Ah, so. Muss eigentlich nur eine abdichtende Schicht drüberlegen. Ja, aber eine, die halt auch ein bisschen stabil ist, ne? Hilft dir nichts, wenn du da eine Schicht drüber hast. Und die ist beim kleinsten Staubkorn geht die kaputt. Da muss schon stabil sein, das Ding. Sonst geht's nicht. So, haben wir jetzt den letzten Sprit? Komm. Jetzt liefern die das Ding an, oder was? Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Da sind 15 Edelmetalle drin. Jungs, bringt den Sprit da rein. Eine Stunde noch. Da kommt er. Da kommt er. Die schafft's noch. Die ist gerade noch weg, aber die ist ganz knapp gerade noch weg. Ganz knappe Nummer war das. So, Chat. Wir haben jetzt genug Zeug, um das jetzt endlich mal zu machen. Ja? Ich baue jetzt hier einfach diesen Hangar rein. Meinetwegen auch hier, das ist ja in Ordnung. Und dann bauen wir das Ding einfach. Dann bauen wir es. Die weigert sich zu gehen. Ich glaube auch. Die will da unbedingt. Die will da unbedingt. So, wir haben jetzt hier auch endlich noch ein bisschen davon. Schön. Und hier unten, das baut sich jetzt auch noch gleich auf. Ach, ich bin begeistert. Und jetzt holen wir uns endlich unsere Shuttle-Hubs. Oh, shit. Was meint ihr? Ganz kurz ein Kommentar zu den Shuttle-Hubs. Stream heute Ravensburg geht bis 21 Uhr. Immer noch. Wie vorhin auch schon. Also so geht der Stream und dann machen wir kurz halt so ein bisschen vorher, machen wir Pause und switchen quasi zu Marvels, also murmeln ein bisschen noch. Kann jeder nochmal mitmachen. So quasi. Endlich ein Shuttle Hub. Ja! Ist Zeit geworden, ne? Wir haben jetzt auch ein bisschen Saatgut, glaube ich, gehabt, oder? Können wir da eigentlich irgendwas anderes machen? Nee, also Gras würde ich gerne machen. Aber da brauchen wir ordentlich Terraforming-Fortschritt. Wir haben ja auch tatsächlich unseren Sprit hier verbraten. Für die nächste Baustelle. Weil wir konnten ja tatsächlich... Also wir können jetzt einen See anlegen auch irgendwann. Also irgendwann. Im Augenblick noch nicht. Hier. Das Ding sollten wir auch mal überbauen. Eine Hauptstadt. Erforscht Magnetfeldgenerator, Carbonatprozessor, alter Schwede. Okay. Ja, die braucht ja auch richtig viel Zeug, ne? Ja, ja, zum Glück haben wir da ordentlich was. Oh, da ist der Hub fertig. Funding received. Okay. 3 und 5 kostet 1 neues Shuttle. Aber die können ja jetzt nicht fliegen, ne? Die können ja jetzt gerade gar nicht fliegen, Chat. Weil die sind ja noch wegen dem Staubsturm die nächsten 8 Stunden erstmal dicht. Dann bauen wir auf jeden Fall auch noch eins. So, dann haben wir jetzt 4 von 6 gleich drin. Ja, hier kommt auch ganz gut was raus, so. Resources are low. Weiß ich. Hier ist ein Leck. Wird schon gedichtet. Schön. In 4 Stunden ist der Sturm durch. Naja, die sind alle super schnell. Unsere Drohnen reagieren auf das alles schon. Resources are low. Lass mich nochmal ganz kurz was schauen. Und zwar... Die Drohnenfabrik kostet nochmal 8 Stück. Dann könnte man die halt auch mal bei Gelegenheit bauen. Dann haben wir nämlich das Problem mit den Drohnen dann auch irgendwann gelöst. So, das war's jetzt gleich. Jetzt gehen hier gleich die Lichter an. Ich mach mal langsamer. Dann sehen wir nämlich die ersten Drohnen hier abstarten. Da freue ich mich nämlich schon sehr drauf. Das ist nämlich immer schon so ein bisschen da erhebender Moment. Da ist er. Führt Langstreckentransporte von Ressourcen und Kolonisten zwischen Lagern und Kuppeln durch. Da sind sie unterwegs, die Jungs, ha? Huh?
Nutzlast? Nichts. Zack, sind sie unterwegs. Hey. Schön. Globale Last hoch. Okay. Fliegend, tankend, inaktiv. Ist ja klar, dass das so lange braucht. Oder dass das so erstmal heftige Arbeit hat. Sektor scan. Wir fliegen wieder welche und landen hier auf Sprit ran und Zeug. Holen Sprit wieder ab und fliegen den wieder weiter. Also, die haben ordentlich was zu tun gerade auch. Aber die entlasten natürlich auch ein bisschen die Drohnen, ne? Und jetzt hast du hier eine... Das wird garantiert fliegen geholt, oder? Ja, klar. Es geht viel schneller. Okay. Die tragen das jetzt so ein bisschen rum. Shuttle Hub ist überlastet, sagt er. Ja, wissen wir. Ist kein großes Geheimnis. Digga, hast du heute Geburtstag? Auch Geburtstag? PK? Ist das so? Ist das also so? Jupp. Chat, ihr wisst, was wir vorhin gemacht haben. Ja? Wisst, was wir vorhin gemacht haben. Haut rein. Haut rein. Alles Gute, lieber DK, zu deinem Geburtstag. Chat, Ausrufezeichen Hype. Lasst ihn hochleben. Haut die Hypes raus, aber sowas von, ja? Ich will hier nur noch Herzen sehen. Geburtstag feiern wir hier groß, ja? Da muss der Chat voll sein. Also es muss eigentlich quasi, der Chat muss nur noch aus Herzen bestehen. Und für dich nochmal auch ganz klar. Ganz viele Geburtstagswünsche. Nur für dich. Yay! Chat, da ist was passiert. Ein Schocki, ein 12-jähriger Junge, der in der Kolonie lebt, hat einen imaginären Freund namens Schocki. Es ist bedenklich, dass Matthews neuer Freund für sein Alter viel zu viel Quantenphysik weiß. Was? Ach ja? Ruf drei unserer besten Wissenschaftler, sie sollen sich einmal mit dem Jungen unterhalten. Moralboost? Interessant, schaff den Jungen in ein Forschungslabor und untersucht ihn dort. Alle Kolonisten verlieren Moral. Drittens, wir sollten nicht mit dem Gehirn des jungen Menschen experimentieren. Lasst ihn in Ruhe, unbekannte Konsequenzen. 1, 2 oder 3, Chat. Ah, Chat ist sich uneins. Aber die meisten wollen ihn eigentlich in Ruhe lassen. Es pendelt sich gerade so ein bisschen zwischen 1 und 3 aus. Jetzt geht's ganz steil auf die 1 zu. Das hätte ich mir aber auch ehrlicherweise gedacht. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich hätte mir das schon gedacht. Immer noch zwischen 1 und 3 ein bisschen umschlagend. Aber gut, ich nehme die 1. Wir machen den Moralboost. Mal gucken, was der Matthew Gore, ja, das ist er hier, sitzt und läuft und spielt. Ja. Oh, warte mal kurz. Die Wissenschaftler wurden mit neuen Ideen konfrontiert, die die Grundfeste der modernen Physik ins Schwanken bringen. Nach anfänglicher Frustration waren sie von den radikalen Ideen des Jungen schwer beeindruckt. Effekt: drei Wissenschaftler haben Besonnenheit verloren. 1. Die Wissenschaft entwickelt sich ständig weiter. Nichts ist in Stein gemeißelt. 3 Wissenschaftler erhalten starken Moralboost. Ein 12-Jähriger weiß also mehr über das Universum als unsere besten Physiker. Alle Kolonisten und kein Wissenschaftler sind, erhalten einen schwachen Moralboost. 1 oder 2, Chat? Ihr habt die Wahl. Die meisten wollen tatsächlich sagen, die Wissenschaftler kriegen einen Boost. Die helfen uns natürlich jetzt mit unserer Forschung. Und wir haben unsere Forschung mehr als verdoppelt durch die Wissenschaftler, die wir geholt haben. Dann machen wir das. Und jetzt sind sie auf jeden Fall mit 450. Ist natürlich ordentlich. Die ist, ups.
hätte das vielleicht einstellen sollen, oder? Abtrünnigen gestohlene Ressourcen. Wollt ihr mich veräppeln? Wir brauchen hier definitiv in unserer... Wir brauchen hier so eine Sicherheitskuppel, ja? Das können wir nicht bauen, oder? Na, so eine Sicherheitsstation. Doch, die können wir hier bauen. Zack, Sicherheitsstation rein. Hier wird nicht mal rumgeklaut, Chat. So, haben wir das jetzt... Haben wir das blöde Ding jetzt endlich betankt? Immer noch nicht. So, wir haben stabile Ressourcen. Hier haben wir ein bisschen Engpass gerade. Wird schon. Okay. Edelmetalle haben wir ordentlich auch, ne? Fällt mir gerade so auf. Könnte man mal wegschaffen. Nimm mit. So, hier hinten wird auch ein bisschen gebaut, aber halt nur sehr gemach. Ja, die haben ab und zu haben die nichts zu tun und haben die voll die hohe Arbeitslast auf einen Schlag. Aber ich finde das mit den Drohnen, finde ich super. So. Okay. Aber wir hatten doch... Da sind die Wissenschaftler. Jetzt haben wir 700 Forschung gerade auf einen Schlag. Das ist schon ordentlich. Das mit der Forschung geht ja richtig gut, ne? So, Anpassungsfähigkeit. Kolonisten auf dem Mars geboren werden, schließen Universitäten und Sanatorien schneller ab und haben eine höhere Chance, Schulen Stärken zu erhalten. Schön. Wasserkonservierungssystem ist auch wichtig. Und da müssen wir uns überlegen, was wir danach machen. Da gibt es super viele Forschung. Wir sollten auch mal vielleicht in die Durchbruchrichtung was investieren. Das fände ich irgendwie auch wichtig. Wir haben ein bisschen knappe Ressourcen gerade, so grundsätzlich mal. Aber das geht schon. Also es ist nur, es war bestimmt schon mal schlimmer. So, wir holen nochmal ganz kurz eine Arbeitsschicht rein. Einen von den Posten rausziehen. So, mal gucken. Zwei. Nicht genug Arbeiter. So, es werden mehr funktionierende Sicherheitsstationen benötigt, um die Kriminalität durch Abtrünnige innerhalb der Kuppel zu unterbinden. Was? Warum noch mehr? Ach so, vielleicht geht das ja. Sicherheit! Sicherheit! Aber wir haben so viele Sicherheitsoffiziere, glaube ich, gar nicht. Aber gut, besser als nichts. Wir haben so ein bisschen Sicherheit, haben wir schon. Ne? Also das klappt jetzt ganz gut. Wo sind denn unsere Abtrünnigen eigentlich? Abtrünnige, vorübergehend krank. Abtrünnige haben wir 4 Stück. Sektor scanned. Geklappt. So. Jetzt kommt der Moment, Chat. Wir müssen natürlich ein bisschen gucken. Da Gebäude innerhalb einer Kuppel müssen nicht mehr so oft gewartet werden. Das ist wichtig. Wir müssen die Wartungskosten runterbekommen, damit wir mehr bauen können. Das ist sau wichtig. Das dauert jetzt 100 Jahre, bis das geforscht ist. Aber, ja, wobei, wir haben jetzt natürlich auch Wissenschaftler an Bord. Und da sollten wir uns auch definitiv schauen, dass wir nochmal 3 Wissenschaftler uns einkaufen. Sollten wir machen. Ein Wissenschaftler wäre da dabei. Aber das sind so Forschungen, die halt einfach super wichtig sind. Super wichtig. Okay. So, wie schaut's hier aus? Hier wird schon gut weiter begrünt. A colonist has died. Warum? Selbstmord, niedrige Besonnenheit. Wer? Okay, keine benannte Persönlichkeit. Lenitz, in dem Zusammenhang würde ich nochmal gerne 4 Namen aus der Liste nehmen. Zwerghoff-Wissenschaftler, ja, ich verbringe sie in meinen geheimen Berg. Trommelwirbel! So. Mysterium, guten Abend auch dir. Hallo. Na, ist gut? Geht's dir gut?
immer so die wichtigste Frage. Ja, düsen die Drohnen rum, das ist mega. Das brauchen wir halt auch nicht ewig 100 und... Ah, das können wir auch bald ausgraben, das Zeug. Resources are low. Jetzt, ich hab da mal so ein paar Ideen. Warum, warte mal, warum produzieren wir jetzt davon so wenig? Wir haben gute Schichten hier drin. Falsche Arbeitsplatzspezialisierung, das ist natürlich ganz schlecht, ne? Also ohne Arbeitsplatzspezialisierung ist das gar nicht gut. Okay. Ingenieure sollten da hauptsächlich arbeiten. Drohnen sind nach wie vor überlastet hier, aber nur mittelüberlastet. Das geht schon. Normalerweise sind die hier halt immer die schlimmsten oder die hier unten. Aber die sind auch nicht schlimm. Ja, ist klar. Also ich, da wird dann, ne? Zwergonische Geheimwaffe. Okay. Die Lagerbestände sind niedrig, das sehe ich ein. Und hier wird jetzt Sprit produziert. Tag und Nacht wird Sprit rausgeballert. Wir haben 12 zu 7 zu 3. Okay, also wir produzieren immer noch 2 drüber quasi. Aber wir verbessern damit natürlich auch die Temperatur. Von Kernwärme, Konvektoren haben wir keine. Verbesserte Temperaturen verringern den Einfluss von Kältewellen und schaffen ökologische Voraussetzungen für giftigen und reinen Regen. Ohne erhöhte Temperaturen kann es kein flüssiges Wasser in Seen und auf der Oberfläche des Mars geben. Eine angemessene hohe Temperatur ist... Okay, warte mal ganz kurz. Wo ist das? Mit den Temperaturdings das? Mit den Seen? Da. Erschaffung künstlicher Seen. Das Schlimme an der Sache ist... Ah, guck mal, der Prozessor verbessert die Atmosphäre durch das Verbrennen von Gesteinsabfällen. Das ist auch geil. Ja. Ja. Können wir die gleich starten, dann kann die auch mal weg. Das Problem an den ganzen Treibhausgedönse ist halt einfach, wir können relativ wenig oder eigentlich fast nichts machen, wenn wir hier nicht ein bisschen vorankommen. Die offene Farm zum Beispiel wäre ja so auch so ein Ziel. Ne? Angepasste Vegetation, offene Farm, Anbau ohne Kuppel, ne, und so. Wäre auch mal so eine Idee. Und vor allem halt die angepasste Vegetation ist halt auch geil. Eigentlich ist alles hier irgendwie geil. Wir müssen auch irgendwie mal schauen, was wir noch unbedingt brauchen. Gebürtige Marsianer verlieren durch die Katastrophen nicht die Besonnenheit. Ist auch wichtig. Feste auf dem Mars. Dekoration erhöhen einen Komfortwert. Aber ich glaube, die Meteoritenverteidigung wäre auch mal irgendwann interessant. Ich sag's nur. Ne? Gerade so hier rein. So. Der fährt immer noch. Eisern. Der langweilt sich hier oben, den schicken wir mal zurück, falls da nicht, dass mal irgendwas passiert und dann hängt er da oben fest. Den schickt man da auch ein bisschen hier auf die Seite, dann steht er nicht so im Weg. Und der hier unterstützt immer noch hier oben. Den lassen wir mal hier mit unterstützen. Im Zweifel soll er, wenn er jetzt gar nichts zu tun hat, soll er woanders hin. Weil der hat hier, glaube ich, auch gar nichts zu tun. Nee, dann pass auf. Bevor der jetzt hier ewig rumsteht, soll er hier die Verbindungsgeschichten unterstützen. Gerade die Hin- und Herbringerei hier, glaube ich, ist wichtig. Was künstliche Sonne macht? 1000 Strom. Immer. Okay. Das habe ich noch nicht, Louis. Ich bin da noch zu wenig geforscht. So, jetzt kommt dann gleich der Rover hier vorbei gedüst. Da ist er schon. Der Commander. Und dann lässt er hier die Drohnen raus und die können nämlich hier einfach unterstützen. Aber ein bisschen nach rechts muss er noch. So. Dann können die nämlich super optimal hier gegenseitig helfen. Sektor scanned. Oh, ein Sektor Scan. Haben wir auch wieder durch. Hier oben kriegen wir halt auch viel Zeug raus. Okay, dokay. Also wir brauchen definitiv noch neues Personal. Ich muss mal schnell schauen. Wir müssen den Filter nochmal einstellen. Bei den Schwächen müssen wir, glaube ich, nochmal gucken.
Eigenarten. Veganer wollte man nicht. Da sind da 16 Leute drin, ne? Wir lehnen keine Spezialisierung ab. Ist auch wichtig. Und hier haben wir auch viele raus, ne? Ja, gut. Das können wir halt noch nicht bieten mit den Einzelgängern. Wir können ein paar Feiglinge zulassen vielleicht. Sind wir immer noch nicht ansatzweise da, wo wir hinwollen. Ein paar Faule vielleicht, hä? Veganer fordern halt sehr viel. Also, wir haben gesagt, wir brauchen 3 Wissenschaftler. 1, 2, okay, 3. Aber dann die zu stinken, zu faul sind. So, pass auf. Ingenieure nehmen wir auch mit. Ingenieure. Und dann die keine Spezialisierung haben. Ein paar Botaniker nehmen wir auch noch mit. Und starten dafür. Abbruch. Okay, wir brauchen vorher, bevor wir das machen, brauchen wir tatsächlich die neue Kuppel. Die kostet gar nicht mal so die Wucht. Wir bauen die. Chat, wir bauen die. Könnte jetzt ein Fehler sein, aber ich glaube, es ist keiner. So, ich schmeiß da mal gerade ein paar Leute raus. Den Leuten geht es hier tatsächlich sehr gut auf dem Mars. Muss man sagen. Ne? Also die sind eigentlich ganz, ganz zufrieden unterwegs. So, 0,9 auf 2 auf 2. Also wir haben ein bisschen Engpass. Wir brauchen definitiv neue Gebäude und so Zeugs. Nahrung machen wir auch. Wir machen auch hier Vegetationsausbreitungsgedöns. Sollten vielleicht auch mal ein bisschen noch weiter ausbreiten. Also hier vielleicht hier oben noch ein bisschen. Hier so. Ne? Resources are low. Hier nochmal was hinbauen. Funding received. Okay, wir haben 600 Millionen bekommen. Oh, das kostet 5. Warte, Abbruch. Nee, das machen wir nicht. Das ist ja schweinsteuer. Wahnsinn. So. Ja, es braucht halt jetzt enorme Mengen, was wir hier verbraten müssen erst. Ja, gerade so wie Metall haben wir halt so viel, dass wir gar nicht wissen, wohin damit. Apropos Metall, lass mal schnell schauen. Lager. Können wir noch nicht bauen. Depot können wir halt bauen, ne? Dann können wir mal Edelmetall, nee, Quatsch, nicht Edelmetall. Metalldepot. Haben wir jetzt hier mal ein großes Metalllager. Da muss das Zeug nicht immer irgendwo hier am Wegesrand gelagert werden. Brauchen wir erstmal Wasser, Experten-Chat? Ja, denke ich schon. Aber wir haben ja hier ein tiefliegendes Wasservorkommen, das wir einfach angraben könnten, sobald das Ding hier steht. Und hier haben wir auch nochmal ein zweites tiefliegendes Wasservorkommen, das wir angraben können. Da müssten wir allerdings vorher umbauen hier oben. Na, weil das können wir hier nicht mehr angreifen, oder? Doch, so ein bisschen. Tatsächlich. Und der hier?
Der hat das aber nicht, oder? Der hat da keinen Zugriff drauf, nee. So. So müssten wir das dann bauen quasi, Chat. Und dann kriegen wir hin. Dann kriegen wir es hin, da haben wir genug Wasser. Und da haben wir auch langfristig Wasser, das ist ja das Wichtigste eigentlich. Die Vaporatoren können wir noch nicht bauen, nee. Mal blöde Gefahr. Wir haben doch die zwei Drohnen-Hubs, warum bauen wir die nicht? Ich frage nur für einen Freund. So. Dann können wir nämlich das Wasser theoretisch hier oben auch angraben. Okay. So, dann bauen wir hier nochmal ein Universallager her. Oder bauen wir gleich zwei her. Da hat der nämlich auch Zugriff. Zugriff. So, wir erhöhen mal wie immer noch nach wie vor 0,25% pro Sol die Temperatur auf dem Mars. Wir haben 6% schon erhöht. Das ist schon ordentlich. Noch nicht perfekt. Reicht noch nicht, um draußen in der Sonne liegen, aber ihr wisst, was ich meine. Nudelgurke, hallo! Und Kirito sagt Moin Moin! So. Hier das Zeug geholt. Luna-Sternchen, dankeschön für dein Follow. Herzlich willkommen hier im Stream. Grüß dich. Schön, dass du dabei bist. Geht's dir gut? Resources are low. Wow. Wow, wow, wow. Eskaliert hier oben aber komplett. Sector scanned. Jetzt haben wir das hier nicht überlappend haben. Aber ist gar nicht mal so schlimm eigentlich. Wir wollten ja eh hier ein bisschen weiterkommen. Research complete. Oh, marsianische Anpassungsfähigkeit. Okay. Dann war die nächste Geschichte. Arkologie. Ja, okay, die bietet halt für relativ wenig Geld komfortable Wohnheim für viele Kolonisten. Oder aber Metallextraktion aus der Tiefe. Oder aber wir fangen hier mal irgendwann an. Verdoppelt den Leistungsbonus, wenn Kolonisten unter hoher Arbeitsbelastung stehen. Kolonisten erhalten einen Bonus, wenn alle ihre Werte im grünen Bereich liegen. Das schaffen wir nicht so. Sämtliche Designfehler und Mängel zu beheben. Luftproduktion wird erhöht. Kuppeln kosten weniger Standardressourcen. Ist auch interessant. Könnte man mal machen. Wir bauen ja mit Sicherheit noch ein paar Kuppeln. Dann könnte man das eigentlich immer ganz gut nutzen. Muss er nochmal einpassen. Okay. Ja, ich könnte ihn natürlich importieren. Aber irgendwann kommt der Moment, wo wir wieder Geld brauchen und da will ich nicht alles ausgegeben haben. Und dieser Moment wird kommen, Chat. Und sei es nur durch ganz blöde Zufälle. Es wird passieren. Schaut die Passagierrakete eigentlich aus? Achso, wir brauchen ja erst das Ding da. Okay, wir haben noch ein bisschen Grundstock, aber nicht viel. Aber wir produzieren schon tatsächlich aus der Tiefe. 1,5 von 5. Okay. Wir sind voll, oder? Ja, wir sind voll. Okay. Dann. Wir bauen jetzt hier mal noch einen Sensorturm her. So. Dann brauchen wir... Wir müssten jetzt mal Folgendes machen. Und zwar... Wir wollen einen Atomakkumulator hier hinbauen. Damit wir... Ah, ne, Moment, da ist der falsche Ort dafür. Ich hätte gern hier nochmal irgendwo einen. Hier vielleicht. Einfach nur, um mehr Strom lagern zu können. Ich habe manchmal ein bisschen Engpass am Strom und ich will den einfach mal ein bisschen weglagern. So. Dann kriegt unsere Überlebenskuppel hier einen Sauerstofftank. Das ist auch wichtig, dass wir den haben, damit wir einfach schon mal ein bisschen Luft haben. Ich freue mich schon auf Kernfusion. Luca, ich auch. Das kommt aber jetzt, glaube ich, bald, oder?
Da hier Nuklearfusion am Platz 3. Wir machen noch die Vaporatoren vorher und die das Wasserkonservierungssystem ist ja, ich meine, sind wir mal ehrlich, das ist auch eine geile Forschung, ne? Für Wasserverbrauch von Kuppeln wird um die Hälfte reduziert, Chat. Das ist ja mal das absolut geilste, was ich je gesehen habe. Dann macht der Akkupumpen und verseucht alles. Das ist eh schon alles grün. Da passiert nichts mehr. Wir haben aktuell 64 Einwohner und 49 Drohnen. Die wohnen hier. So, haben wir jetzt hier mal ein paar Leute? Okay, es sind ein paar Leute da. Tatsächlich. Es wird schon so langsam. Haben wir ein paar in der Schule? Ein paar Kids? Ja, hier sind ein paar Kids in der Schule. Wir erhöhen mal ganz kurz die Arbeitslast. Überlebenskunde, gelassen und religiös bilden wir aus. Das sind so die besten grundsätzlichen Eigenschaften, die wir hier nehmen können, weil die keine Negativaspekte haben.